Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und wir befinden uns momentan in den letzten Zügen dieser Liga 1 Saison. Und zum allerersten Mal in diesem Jahr haben wir auch noch die Chance auf den Titel. Ist echt irgendwie ein bisschen schlecht gelaufen dieses Jahr. Ein bisschen peinlich, muss ich ganz klar sagen, dass ich noch nicht mal den Titel bis jetzt in Liga 1 gewonnen habe. Aber jetzt haben wir die historische Chance quasi. Wir haben noch 2 Spiele verbleibend. Wir brauchen noch 4 Punkte, 1 Sieg, 1 Unentschieden. Keine Niederlage mehr. Das ist irgendwo, was wir jetzt irgendwie schaffen müssen. Und das ist machbar. Bis jetzt haben wir 6-1-1 gespielt. Das heißt 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Und die Punkteprognose sieht auch gut aus mit 25 Punkten. Das heißt, damit würde es reichen. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche keine Prognose. Ich brauche die Punkte auf meinem Konto quasi. Und ja, das ist das Team. Ihr kennt es. Ich habe bis jetzt mit diesem Team eigentlich überwiegend gute Spiele gemacht. Und von daher werde ich es jetzt weiter mit dem Team probieren durchzuziehen und nicht jetzt auf das Bundesliga-Team zu wechseln, obwohl ich mit dem eigentlich auch ganz gut klarkomme. Mit diesem Team, denke ich, bin ich ein bisschen stärker. Ich habe heute wieder so ein bisschen nasale Probleme. Deswegen werde ich gleich mal, ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden werde. So, der Gegner, ich weiß, dass ich es nicht rausschneiden werde, das habe ich wirklich vergessen. Gut, der Gegner hier in einem 4-3-3, die defensive Variante, nee, das ist die offensive Variante. Wo er ein ZOM hat und 2 ZMs, ziemlich viele Team of the Season am Start mit, ja, Payet, Bolasie. Ich frage mich gerade, ob das Fiki war, der Stürmer. Weiß ich nicht, sah ein bisschen anders aus. Touré und Matuidi, oi. Ja, nö, habe ich keinen Bock drauf auf den Ball. Deswegen schieße ich ihn einfach direkt weiter weg. So, Bolasie, sehr, sehr schnell, 5 Tricksterne. Ist natürlich eine Gefahr. Vor allem, also ich muss jetzt sagen, der Team of the Season, der sieht echt sexy aus. Oh, ich muss noch umstellen. Also jetzt nicht so, wie er aussieht, sondern von den Werten auf der Karte. Muss ich schon sagen, der verbindet echt sehr, sehr viele gute Sachen. Wie gesagt, Pace, Tricks, gutes Dribbling damit auch einhergehend. Und er ist körperlich auch gar nicht mal so schwach. Hui, Messi zieht da einfach mal am Gegner vorbei. Nehmen wir hier so zu... Oh, ist der kann auch ruhig ankommen. Ja, Heel-to-Heel, Payet, oh. Ja, sehr, sehr schönes Teamwork. Der Ball ist weg, abwartend verteidigt, geschaut, was er macht, wo er langlaufen möchte und nichts riskiert. Kann auch nicht mal in die Hose. Ui, Payet. Boah, Felipe Luis. Uiuiui, nimmt den Ball sogar noch an. Ich hatte gesagt, er schießt ihn direkt weg, deswegen habe ich dann gerade bei dem Pass in die falsche Richtung gezielt. Ja. Aguero. Ja, wer ist das? Wer ist das? Komm, einfach mal drauf. Ah, Square oder sowas hat da jetzt das geblockt. Habe ich eben schon gewundert, wer das ist. Kenne ich gar nicht. Sehr schön. Er riskiert einfach immer gerade ungemein viel bei der Verteidigung, finde ich. Er antizipiert extrem... Ah, der ist im Aus. Er antizipiert, riskiert total, lässt seine Verteidiger einfach komplett auch rausrücken und sichert da null ab. Das ist... Und dann spielt er solche komischen hohen Bälle die ganze Zeit. Ja, es ist Fake hier. Sehr schön von Kompany. Ah, ich habe jetzt gerade einen Moment verpasst, wo ich hätte auf Aguero mega geil spielen können. Oh ja, guckt, und das meine ich. Elva. Also sowas von einfach, bumm, reingerannt, reingeknallt. Umgelaufen. Er wirklich, der geht in der Verteidigung ständig all in. Der ist so der Adidas-Typ. Ja, Werbung zieht bei mir voll rein. Ich hab das voll mit den Sprüchen drauf. Ja, also er geht immer so volle Kalotte und entweder yo oder nee. So, Aguero ist der beste Schütze so im Schnitt. Gut, war am Tor. Ich habe in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht mit den Elfmetern, den ich jetzt hier so schießen werde. Deswegen werde ich ihn auch so schießen. Kommt auch 1-0. Das ist gut, das ist wichtig. Jetzt haben wir schon mal hier eine ganz gute Spielsituation. Damit wir das Spiel vielleicht nicht verlieren. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich die Priorität Nummer 1, das Spiel nicht zu verlieren. Weil dann haben wir nämlich noch weiter die Chance auf den Titel. Aber wir wollen es natürlich am besten Fall gewinnen. Und dann ist das letzte Spiel ein bisschen ruhiger. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar Minütchen, bevor wir hier zu einem Urteil kommen können, wie es ausgehen wird. Nee, der ist im Abseits.
Ja, das war zu vermeiden. Ich muss auch sagen, der Elfmeter war echt nicht notwendig, weil das war super simpel, was ich gemacht habe. Also der macht da wirklich manchmal Sachen hier. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, es war überhaupt gar nicht notwendig, weil es war super simpel, was ich gemacht habe. Und aus der Situation konnte ich noch gar nicht wirklich die Torgefahr machen. Es tut mir wirklich leid, wieder mir in der Nase. Es kann so nicht sprechen. Dann rede ich nämlich voll den Bullshit, merke ich immer wieder. Konnte gar nicht aus der Situation wirklich die Torgefahr machen, sondern ich hätte eigentlich nochmal irgendwie aktiv was verändern müssen. Habe ich auch gar nicht gemacht. Und dennoch läuft er da einfach so stumpf rein. Ich probiere ihn mal drin zu halten, weil ich nicht sicher bin, wer ihn geköpft hat. Dann machen wir hier wirklich das Spiel breit. Genau, so kann es laufen. Nehmen wir zurück. Ja. Ball läuft gut. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht, weil jetzt kann er so hart kontern. Jetzt kann er so hart übelst kontern. Aber da stehe ich drin in dem Passweg und es war so extrem wichtig. So den hier lang rüber. Ja, genau. Und er verschätzt sich wieder. Also er geht wieder all in. All in. Und jetzt auf Aguero. Oh, doch. Der kommt noch. Boah. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht von der Idee, weil wenn es klappt, ist es ein ziemlich sicheres Tor. Und dann bin ich auch gerne bereit, so ein Risiko zu gehen. Sehr gut. Sehr wichtig. Ah, leider. Ich habe den Ball mit Modric nicht gespielt. Ah! Schon das zweite Mal jetzt. Jetzt aber komm, zum dritten Mal. Nein, den hat er. Sehr gut. Kann ich hier nach unten abschlagen. Da ist nämlich die Maria komplett frei. Kann den in den Fuß nehmen. Machen wir vielleicht einen Doppelpass. Oder hier auf Messi. Auf die Maria. Sehr, der Ball läuft. Der läuft. Jetzt auf Messi wieder. Komm. Das ist der nächste Elfer. Der ist ein bisschen enger. Aber ich weiß nicht, ob er irgendwas gemacht hat, aktiv reingetackelt oder sowas. Ah, es ist gar nicht Quare, sondern Suare. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, ob da irgendwas passiert gerade, aber ich schieße den jetzt, probiere ihn trotzdem wieder reinzuschießen, ja. Ich mache wieder auf Aguero. Und diesmal mache ich ihn wahrscheinlich auf die andere Seite, so wie eben geschossen. Geht da schon ein bisschen ruhiger. Ja, er geht zweimal in die falsche Ecke, damit 2-0. Oh, das ist schon, oh ja, deutlich entspannter. Oh. Hatte ich gedacht, er schießt den direkt, passt den direkt. Sehr gut. Das war super, den jetzt einfach wegzuknallen. Wollte ich zwar nicht, ich wollte zwar den Ball erobern. Oh ja. Oh. Sehr, sehr schönes Teamwork. Nur jetzt muss auch mal einer hingehen. Genau. Irgendwann muss einer mal hingehen. So, den spielen wir hier. Alter. Ja, da wollte ich nicht. Was macht denn der Marcos da? Das ist mein Rechtsverteidiger. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Mein Rechtsverteidiger. Läuft im Mittelfeld auf der linken Seite herum. Ja. Gut. Ja. Also der Gegner ballert überall in allen Situationen voll drauf. Braucht sich irgendwie gar nicht so zu wundern, dass er so viel Elfmeter bekommt. Was macht ein Aguero da? Warum nimmst du den hoch? Jetzt wird er gleich wieder spielen oder tricksen oder... Er hat jetzt hier gerade eine hervorragende Kontersituation. Sie zieht aber in die Mitte. Genau. Zieht er vielleicht nach außen. Oh! Knapp. Weiter verteilen. Doppelpass. Ist natürlich echt bitter, wenn Messi so einen Ball nicht angenommen bekommt. So, dass es eng genug ist. Nee, wird nicht durchgehen. Aber Modric jetzt. Ich habe gedacht, der Spieler läuft vor dem Verteidiger. Kommt jetzt da vorne köpfen oder spielen. Ja, und weiter. Na, kommt nicht an. Habe ich. Ja. Ich mache ihn ruhig. Mache ihn mal ein bisschen... So, jetzt spiele ich ihn. Ah, kommt nicht durch, aber vielleicht wieder offensiv. Ist gerade sehr, sehr eng hier alles. Ja, nein! Oh, sehr gut. Und jetzt sichern. Und jetzt überspielen. Mal
Röhre fällt wieder bei der... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowas nicht. Ich spiele dann wirklich einen einfachen Pass auf Agüero auf 3 Meter. Hat alle Zeit der Welt, um den Ball anzunehmen. Aber ich mache nicht mal eine Schusstäuschung oder ähnliches. Aber nimmt den einfach nicht richtig an. Ich verstehe, also manchmal verstehe ich einfach dieses Spiel nicht. Pfeift ab. So, 2-0 Führung. Das muss der Dreier sein. Da müssen wir jetzt 3 Punkte mitnehmen. Wir haben jetzt echt eine gute Ausgangssituation. 45 Minuten noch. Wir führen 2-0. Das übliche Dilemma. Ich spiele Bälle raus. Ich bekomme sie nicht unter Kontrolle, weil sie sich wieder gegenseitig umlaufen. Jetzt kommt gleich wieder ein langer Ball. Also, na, macht er jetzt nicht. Ist jetzt immer eigentlich dann häufig dann irgendwie aus dieser Situation ein Viereckball gespielt. Oh, den lässt er gut aussteigen. War auch ziemlich offensichtlich. Sehr gut. Schön. Wichtig. Erstmal wieder den Ball bekommen. Ja, wenn der jetzt durchkommt und dann einmal reinflanken. Oh, der ist im Abseits. Ah, schade. Ich glaube, das wäre nämlich ziemlich gefährlich geworden mit der Flanke. Vielleicht macht er jetzt schnell kurz unten. Also schnell schon mal nicht. Er macht lang kurz unten und er ist lang kurz unten. Ja, genau. Der geht vielleicht, der geht. Der Courtois sprechtet hinterher. Muss ich vielleicht nochmal sauberer ausspielen, nachdem ich auf Agüero spiele. Nochmal sauberer spielen. Nochmal auf den nächsten. Oh ja. Kein Foul. Okay. Yes. Nee, der geht nicht. Ah. Ich hab gesehen, dass der Verteidiger rausdrückt. Hab gesagt so, boah, wenn der jetzt kommt, habe ich halt super viel Platz mit dem Spieler. Auf den Außen. Deswegen habe ich schon so gesagt, yes. Aber da dachte ich natürlich nicht, dass er ins Ausgeht. Ja, er lässt sich Zeit beim Einwurf. Will das jetzt anscheinend sicher machen. Oder kratzt sich gerade an den Eiern oder so. So, fast abgefangen. Sehr schöne Bewegung vom Gegner. Er trickst mein Finden zu nach, aber ein bisschen zu viel. Ja, ich darf ihn jetzt nicht in Pull-Distanz kommen lassen. Mit Pull-Distanz meine ich dann, wo er anfangen kann zu zerren und zu ziehen. Muss man dann einfach mal straight weiterlaufen. Stark von Di Maria, dass er nicht umfällt. Und er setzt weiter nach. Okay. Geht jetzt ein bisschen aggressiver drauf. Oh, der ist super wichtig, dieser Ball. Weil jetzt kann er mich auskontern. Oh, ja, komm schon. Also wenn ich irgendwo bei einem Foot-to-Foot mal drauf stand, dann war es der Foot-to-Foot. Ja, er schafft es dann in der Mitte immer ganz schön Druck auf die Ball annehmenden Spieler zu machen. Wenn man sich häufig genug gegen so einen hin und her dreht, dann ist dann auf einmal der Raum da. Und dann schießt... Ach, Messi, das 3-0, wollte ich sagen. Leider nicht. Sehr gut, der Marcos hat den. Könnte, ja, gibt da nicht das Foul. Ich dachte so, hätte jetzt auch sein können. Ist der Kacke. Ich habe den nur auch zu lang eingegeben. Aber Touré macht das Spiel zunichte. Verliert dann nur leider wieder direkt den Ball. Schöne Bewegung, jetzt geht er wieder nach oben. Ja, und jetzt wieder nach unten. Und dann ist Touré... Jetzt fangen die schon wieder an, sich gegenseitig rumzulaufen. Das ist... Also das ist in letzter Zeit echt eine Krankheit hier. Ich bekomme die Bälle und danach... Stehen die immer da und machen nichts. Ist gut. Ist auf Messi. Wieder auf Hazard. Ja. Yo! Boah, scheiße! Oh, fuck. Den hätte er machen können.
Boah, das fand ich so schön. Flache Flanke war so geil. Die Maria konnte da so geil reinlaufen. So, jetzt zieht er wieder oben gleich. Ja, und da ist dann Ramos da. Ein bisschen zu tricklastig, das ganze Spiel hier vom Gegner. So, ich muss mal aufpassen, ne? Das war jetzt gerade das 3:0, war eigentlich auf, hatte ich schon aufgelegt. Es sind aber immer noch 10 Minuten hier gut zu spielen. Und der Gegner, wenn er mich einmal nass macht, dann macht er wahrscheinlich auch das Tor. Oder jetzt über die Ecke oder sowas. Und dann ist der Anschlusstreffer. Und dann haben wir noch 10 Minuten oder so, wo immer was geht in FIFA. Das ist noch keine Zeit, wo nichts möglich ist. Deswegen muss ich da nochmal ein bisschen aufpassen, dass ich das Spiel jetzt hier noch nicht als gewonnen betrachte. Deswegen sauber, konzentriert zu Ende spielen. Ich kann jetzt noch nicht so lapidar über so vergebene Chancen reden. Oh fuck, jetzt bin ich aus dem rausgerückt. Aber er schießt den auch einfach total behämmert, sage ich fast. Probiert er den einfach reinzuschießen. Also keine Ahnung, was er da denkt. Es hätte gerade fast Fail-Potenzial gehabt. Bin ich ein bisschen viel Risiko gegangen. Aber ich dachte so von wegen, ja, er wird wohl nicht denken, dass ich wirklich so behämmert in dieser Situation bin. So, das ist der Marcos erst schnell. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Nice. Und das ist dann das 3:0 und das ist die Entscheidung. 3 oder 4 Spieler, 3 Stück habe ich nass gemacht. Zack. Erst die beiden da vorne und danach den letzten Verteidiger mit dem Roulette ausgetanzt und damit das 3:0 und damit dann die Entscheidung hier. Und das ist richtig gut. Jetzt haben wir nämlich noch ein Spiel verbleibend in dieser Saison. Also, wenn ich das Spiel jetzt hier nicht gewinne, haben wir noch ein Spiel verbleibend. Und da brauchen wir dann nur noch einen Unentschieden. Das ist machbar. Das ist natürlich machbar. Oh, oh, oh. Und jetzt auf die Maria. Ja, ist doch schön. Komm, ich klopf einfach mal. Ja, war am Springen, war der schwache Fuß und so weiter. Ich glaube, das war dann einfach zu schwer. Habe ich, glaube ich, aber auch einfach zu fest eingegeben. Ja. Komm. Boah, stark gehalten, aber Messi setzt nach. Ah, Courtois mit der Doppelparade. Ich hätte den ersten Schuss in die rechte Ecke setzen müssen. Ja, der sieht gut aus. Boom, 4:0. Und meine Eckenvariante, sie hat mal wieder funktioniert, aber der war ja sowas von frei. Keine Ahnung, warum das manchmal so ist, dass der dann so frei ist und dann macht halt auch Hazard lässig das Tor. Und ja, 4:0. Gegner fand ich, wie gesagt, ein bisschen zu verspielt. Ein bisschen zu viel, ja, getrickst. Zu wenig das Tor probiert, über andere Mittel zu bekommen. Über Rausspielen, über wirklich effiziente Tricks auch. Manchmal wirklich, sagst wie ganz gut. Aber das Problem ist halt beim Gegner auch, der trickst einen Spieler von mir aus. Yo, trickst vielleicht auch noch einen zweiten so ein bisschen aus. Aber der dritte, der ist dann da. Oder den anderen, den er vorher ausgetrickst hat, der ist dann, hilft dann wieder mit. Und damit bringt das einfach nicht so viel. Er macht das nicht in den Situationen, wo er von den Tricks, wenn sie funktionieren, auch richtig profitieren kann. Und das ist so das Problem, würde ich jetzt einfach mal sagen, vom Gegner. Er macht das ja grundlegend gar nicht so verkehrt. Hat da wirklich einiges im Repertoire. Aber, wie gesagt, das ist dann einfach der Mehrwert, der Gewinn daraus, wenn er was gut macht, erfolgreich damit macht, ist irgendwo nicht so wirklich ersichtlich oder erkennbar. So, wir haben 3 Punkte eingesammelt, ja? Und jetzt haben wir wirklich die Chance, noch ein Spiel verbleiben. Wir brauchen einen Punkt, dann haben wir endlich mal die Meisterschaft in Liga 1. Es wäre so schön. Ich glaube, ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass ihr auch sehr daran interessiert seid, wie das jetzt ausgeht. Und da, naja, kann ich nur sagen, schaut in der nächsten Folge wieder rein, nämlich da wird es dann um die Meisterschaft in Liga 1 gehen. Ich bin selber sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Come on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist, komm, 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 komm. Ja, ja. Messi, Alter.